Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Was haben wir denn hier? Und die Küche? Ja, das sieht aus wie die Küche. Gut. Wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall Gomez und seine Schergen getötet. Zumindest die, die uns feindlich gesinnt waren. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Hier ist jede Menge Erz auf dem Boden. So, Torus bringt uns ja auf jeden Fall nichts mehr bei. Aber er ist uns ja noch nicht feindlich gesinnt. Pfeil. Noch ein Pfeil. Nee, da ist noch ein Pfeil. Ich will das Pfeil da. So, was haben wir denn hier? Blutschneide. Ja gut. Machen wir einmal die Tür auf. Das Pfeil kann ich nicht mitnehmen. Okay, hier ist nichts. Ach. Hier kommt man raus. Okay, wie kommt man dann in die Kerker? Durch die Tür? Scheint keine Tür zu sein. Ich habe gedacht, das führt in die Kerker. Okay, wo geht's dann in die Kerker? Wir müssen Stone ja finden. So. Das ist ja... Hier drunter sind ja die Kerker. Das führt aber dahin. So, wer ist das jetzt? Gadis. So. Was hast du davon? Wir brauchen irgendwie einen Weg hinunter. Die Frage ist nur, wo geht's runter? Ah, okay, das funktioniert egal in welche Richtung nicht. Aufzumachen. Hatten wir jetzt nicht von Gomez die Schlüssel und so? Gibt es da drin irgendwie einen Weg in die Kerker? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ja, die fliehen jetzt erstmal, nachdem ich hier Gomez und so getötet habe. Nehmen wir mal nochmal eine Fackel. Öffnet Gomez Truhen, öffnet Lagerraumtüren im Keller der Erzbarone. Lagerraumtüren. Ja, das Bild gefällt mir. Das wird das Thumbnail sein. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ey, wieso darf ich nicht mit dir reden? Gomez ist eh tot. So, wo haben wir jetzt die Fackel? Da. So, hier sind nur grobe Schwerter. Hier ist aber kein Weg in Richtung Keller, ne? Aber hier hatten wir doch noch eine Tür gehabt.
die irgendwo hingeführt hatte. Nee, hier hatten wir... Toll. Ah. Ich hasse das. Jetzt. Rostiges Schwert. Ah, toll. Dafür habe ich das gelootet. Dafür habe ich jetzt mehrere... Toll. Ah. Toll. Jetzt haben wir's. So. Alter, was? So viele Münzen? Die nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung, wofür die wir die brauchen, aber ich würde da gerne alles mitnehmen und 500 Erz nochmal. Dauert jetzt erstmal. Das waren aber jetzt ordentlich Münzen auf jeden Fall. Die sind zwar nichts wert, aber wir nehmen die trotzdem alle mit. So, und die auch noch alle. Schon bei 25.000 sind wir. Okay. Okay, das haben wir geschafft. Das nehmen wir auch noch alles mit. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Um Stone zu retten, wo die Kerker sind. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Schattenläuferfälle. Okay, aber wo geht's jetzt wirklich? Okay, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Okay, jetzt haben wir's. Yo. Ring der Holzhaut. Schutz vor Feuer und Flammenschutzring. Kann man auch verkaufen, definitiv. So, was haben wir hier? Ha.
So, jetzt haben wir es geschafft. Besteck, Krallen, Horn des Schattenläufers, Zähne. Aber gut, jetzt haben wir es geplündert, aber gebracht hat es mich... Oh, es geht hier noch weiter hoch. Jetzt bin ich gespannt, was es hier oben gibt. Aber wir müssten eigentlich runter in den Kerker. Nochmal zwei Truhen. Ah. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, die Tränke nehmen wir mit. Eins, zwei, drei. Eins. Ah, okay. Alter, was? Wie viele Münzen? Was Münzen angeht, werden wir jetzt stinkreich. Auf jeden Fall. Nun können wir damit nichts anfangen. Es sei denn, wir können die mit rüber nach Gothic 2 mitnehmen. Aber so an sich können wir damit ja nichts anfangen. Ich frage mich auch, was bringen die mir jetzt, dass ich die jetzt hier im Inventar habe. Kann ich nicht irgendwie eine höhere Menge von mitnehmen? Ich kann nur einen Zehnerschritt, ne? Oder höchstens so einer. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie mehr rauszunehmen. Oder? Ne, so funktioniert auch nicht mit Enter. Ich kann da wirklich nur einen Zehner. Das heißt, das dauert jetzt erstmal, bis wir hier die 8000 Münzen, die es waren, rüber transferiert haben. Ja, das dauert jetzt erstmal. Nee, habe ich keine andere Möglichkeit. Muss ich wirklich so machen. Ja. Und wie war euer Tag so? Was habt ihr heute so erlebt? Bei mir nicht viel. Hab nur halt Gomez getötet, hab ein bisschen gezockt. Yoshi ein bisschen geärgert. Deswegen weiß ich, Yoshi ärgert eher mich. Wie er immer versucht, die Pumpe kaputt zu machen, aber okay, jetzt in letzter Zeit eher ruhiger, was die Pumpe angeht. Da macht Yoshi gar nichts mehr. So, gleich haben wir es geschafft. So, noch 500. Ja. Haben wir geschafft. So, das speichern wir jetzt. Ja, noch weiter nach oben. Was sollen da oben jetzt sein? Nichts. Ich habe hier... Okay, ich habe hier an sich zwar eine ordentliche Aussicht. Entschuldigung, das war Schluck auf. Ich trinke mal lieber erstmal. Aber ich sehe jetzt keine Möglichkeit, hier in den Kerker zu kommen. Eine richtig gute Aussicht hat man hier jetzt auch nicht. Also Weitsicht meine ich jetzt. Aussicht auf jeden Fall nice. Aber keine Weitsicht.
So, die Kisten haben wir schon. Aber jetzt ist die Frage, wo muss ich hin, um in den Keller zu kommen? Ich komme hier nicht weiter. Hier gibt es keinen Weg zurück. Beziehungsweise runter. Jetzt ernsthaft, wo geht's in den... in die Kerker? Oh. Wo geht's denn hier lang? Ist hier noch jemand? Hier sind auf jeden Fall noch mehr Betten. So. Genau. Nee, die lasse ich mal so, wie sie ist. Hier sind noch mehr Schlafräume. Noch mehr Truhen. Ja. Okay, die ging einfacher. Hier jetzt aber nicht. Oh, hier ist eine Leiter. Oh, wo führt das jetzt hin? Ah, hier, okay. Aha. Interessant. Seite. Jetzt ernsthaft, wo geht's in die Kerker? Nein, nicht runterfallen. Boah, ich, ja, okay, jetzt geht's. Nein, drücke ich das Falsche. Ich wollte springen. Nimm die Fackel. Muss es hier doch irgendwo einen Weg in die Kerker geben. Ach ne, hier waren wir ja schon. Hier oben waren wir noch nicht. Noch mehr Truhen, die will ich jetzt aber nicht. Wie viele Betten? Pennen die ganzen Gardisten alle hier oder wie? Da geht's ja auch noch weiter. Hier geht's nach unten. Aha. Ja, ja, keine Panik. Hast gewonnen. Ja, ja, keine Panik. Hast gewonnen. Den verprügel ich trotzdem. Aber den lasse ich mal am Leben. Okay, der haut ab. Speichern wir mal. Wir haben die Kerker gefunden. Sonst gibt es hier nichts. Wenn das hier jetzt die Kerker sind. Ja, ja, keine Panik. Hast gewonnen. Sieht auf jeden Fall nach Kerker aus.
So, hier haben wir noch eine. Alter, wie viele Leute hier jetzt einfach tot rumliegen. Ich will jetzt nicht wissen, wer das alles war. Obwohl relevant für die Story sind die jetzt nicht mehr. Da ist Stone. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez Schergen. Stimmt, ich gehöre nicht zu Gomez. Stimmt, ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Es freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank, ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Jo, alles klar. Wir sehen uns. Lass mich mal vorbei. Okay, den haben wir jetzt befreit. Mal gucken, wen wir noch hier befreien können. Wer hier noch alles im Kerker sitzt. Fingers haben wir auf jeden Fall nicht mehr gesehen gehabt. Boah, was mich jetzt interessiert ist, wie sieht es eigentlich mit Kalim aus? Ist er tot? Wir müssen einmal kurz zur Arena gehen. Da haben wir noch nicht geguckt gehabt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Nicht, dass Kalim auch noch tot ist. Aber ich gehe mal stark von aus, er ist tot. Du schon wieder? Ich hätte dich schon am ersten Tag im See versenken sollen. Damals hatte ich keine Chance. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Du Wurm. Ich hoffe, dass du es mir nicht so einfach machst wie beim ersten Mal. Okay, Steck die scheiß Waffe weg! Nö, hier. Steck die scheiß Waffe weg! Wer will, dass die Waffe wegstecke? Soll ich dir aufs Maul hauen? Ja, steck komm. Das Ding weg! Komm, wer? Wer ist denn das? Du? Oder war es Stone? Ah, ne, das war Stone. So. Wir gehen jetzt erstmal aber gucken, ob Kalim noch da ist und der andere, der immer gerne gekämpft hatte. Da ist Torus. Dem scheint das egal zu sein. Boah, jetzt bin ich aber neugierig, wie es Matt geht. Die Nervensäge. Ob er noch lebt? Fingers rennt hier auch noch. Dein Ernst, Sketti? Du fällst mir in den Rücken? Okay, die beiden sind auf jeden Fall leider tot. Der ist mir in den Rücken gefallen. Johannes. Und Karim. Schade, dass die jetzt tot sind. War hier aber nicht noch jemand? Nicht Karim, sondern wie hieß der andere da? Ja, die können gerne abhauen. Denen ja nichts. Die Butler, die sind ja unschuldig. Da ist noch einer, den wir aus dem Weg zerren sollen. Und
Weg mit dem. Aus dem Verkehr gezogen. So, wo ist denn jetzt eigentlich Matt? Oder Mutt? Das interessiert mich. Er war ja zwar immer die Nervensäge. Genau, er war ja zwar immer die Nervensäge, aber jetzt bin ich neugierig, was mit dem ist. Jetzt bereue ich es auch wirklich, dass ich ihn damals verprügelt habe. Ja, die, die wegrennen, die lasse ich in Ruhe. Boah, wir müssen Mutt finden. So, Grimm? Nein! Bitte hör auf zu essen, ja? Soll aufhören zu essen. Wann hatten wir das letzte Mal gespeichert? Nein! Ja, dann würde ich sagen... Ah, verdammt. Wann habe ich jetzt wirklich das letzte Mal gespeichert gehabt? Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder, wo ich das behebe. Dann bis hierhin wieder zurückgehe. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!